Ja, meine liebe Studierenden im Seminar Morphologie, wir haben in der letzten Sitzung eine kurze Abstimmung gehabt zur Frage, ob wir zumindest noch einmal auf morphosyntaktische Phänomene schauen wollen. Und das würde ich gern aus zweierlei Gründen gerne tun, nämlich zum einen, wenn Sie sich mit Grammatikalisierung auseinandersetzen, das heißt der Frage, wie wird eine bestimmte Entität zu einem Flexionsmorphem? Oder wie wird eine bestimmte sprachliche Einheit zu einem Fugenelement? Oder wie setzt sich das System der Modalverben des Deutschen seit dem 16. Jahrhundert zusammen? Dann kommen Sie um morphosyntaktische Fragestellungen nicht herum. Das heißt, die Fragen der Grammatikalisierung, wie eine bestimmte Entität grammatikalisiert wird, hat sehr viel damit zu tun, wie Sie entweder dann in Zukunft in Wortbildungskontexten oder aber auch in syntaktischen Kontexten eingesetzt wird, weil häufig das Ganze entweder mit der Wortschatzerweiterung aufs Engste verknüpft ist oder aber im Hinblick zum Beispiel auf Flexion und Konjugation eine entscheidende Rolle spielt. Und ich würde Ihnen gerne heute drei unterschiedliche Phänomene vorstellen, die schlussendlich auch Auswirkungen haben auf das, was wir im Seminar jetzt unter dem Hashtag moderne Wortbildung laufen lassen, nämlich die Frage, wie werden Wortbildungsmuster und welche grammatischen Muster werden produktiv in der Etablierung von verschiedenen Hashtags, aber auch im Hinblick auf Literatur und Spiel, das war der andere exemplarische Anwendungsfall, wie werden beispielsweise Namen gebildet von Kreaturen in Literatur? Und für beides brauchen Sie nicht zwingend den morphosyntaktischen Ansatz, aber es kann Ihnen helfen, vor allen Dingen in Bezug auf die Hashtags. Und im Hinblick auf die Namen müssen wir mal sehen. Aber so bekommen Sie zumindest einen Eindruck davon, wie wir über Grammatikalisierung reden und vor allen Dingen auch über den Zusammenhang von Morphologie auf der einen und Syntax auf der anderen Seite. Ich würde ganz gern beginnen mit dem Einstieg in die Frage, wie bettet sich das in den größeren Kontext ein? Sobald wir über Grammatikalisierung und damit das Wortbildungsbild umsprechen, reden wir über Prozesse, in denen eine Entität aus einem eigenständigen lexikalischen Morphem so etwas wird wie zum Beispiel ein Wortbildungssuffix oder in denen ein bestimmtes Vollverb zu einem Modalverb wird und damit zwar nicht die Wortartenklasse wechselt, aber sein syntaktisches Umfeld und vor allen Dingen seine Semantik. Und das lässt sich im Kontext einer sogenannten kognitiven Grammatik, in die ich hier und heute nicht einführen werden kann und will, im Kontext von Spracherwerb, Sprachwandel, Emergenz von Konstruktion und Konstruktionswandel beschreiben. Das, wofür wir in der Regel kaum einen Blick haben, was ja schade ist, aber wir sind halt eben positivistisch ausgerichtet, sind Sprachverlust, also das heißt tatsächlich der Verlust von ganzen Sprachen und Varietäten oder Konstruktionsverlust und Sprachverlust auch insofern betrachtet, dass wir damit nicht nur die Sprache von Minoritäten als Ganzes meinen, sondern den Verlust von sprachlichen Mustern. Und das Ganze würde ich mir heute gern mal mit Ihnen anschauen. Denn das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf morphosyntaktische Phänomene und vor allen Dingen auf die Bewertung von bestimmten sprachlichen Mustern. Und die Beispiele sind willkürlich herausgegriffen. Es gibt noch etliche mehr. Auf was ich zum Beispiel heute nicht eingehe, ist der angebliche Verlust des Genitivs in der Nominalflexion des Deutschen oder auf spezifische Aspekte, die Jugendsprache betreffen. Also das würde ich gerne mit Ihnen in der Diskussion machen, als das letzte Mal ich angesprochene von X her. Ja, ist nicht Jugendsprache, sondern es ist ein Internetphänomen gewesen. Aber varietätenlinguistisch kann man sich das Ganze schon noch anschauen. Auch das wäre eine Frage für die Aspekte moderner Wortbildung. Denn von X her hat es auch schon in Hashtag-Kombinationen geschafft. Unabhängig davon bewegen wir uns gerade da in einem Feld von morphosyntaktischer Relevanz. Gut, zunächst erstmal, wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen, das halte ich jetzt eigentlich zu Ihrem Beginn, am Stand in Ihrem Studium noch für zu früh, würde ich Ihnen empfehlen, Adele Goldberg, Explain Me This. Das kann man aber in der Art, wie es geschrieben ist,
gut rezipieren und vor allen Dingen hinsichtlich der Fragen, die sie stellt, gut weiter auffächern. Und das Zweite, auf was ich mich beziehen werde, sind Konstruktionen und Konstruktionsgrammatiken, die spezifische Handlungsfelder und bestimmte Themen in den Blick nehmen. Das ist jetzt ungefähr der Fokus, aus dem heraus ich referieren werde, ohne mit dem Anspruch, dass Sie in diesem Seminar im zweiten Studienjahr darauf einsteigen müssen, nur damit Sie ungefähr wissen, an welcher Stelle wir uns hier bewegen. Wenn Sie in die historische Linguistik schauen, das wird nicht ausbleiben bei der Frage der Beschreibung von Grammatikalisierungstendenzen, dann würde ich Ihnen hier noch einige empfehlen. Die Grammatikalisierungsforschung ist sehr eng mit dem Namen von Gabriele Diewald verbunden. Und wenn Sie sich dafür interessieren, würde ich Ihnen raten, sich mit der Grammatikalisierungshypothese von Gabriele Diewald auseinanderzusetzen, die in der Forschung mittlerweile gut angekommen und angenommen ist und breit diskutiert worden ist. Kommen wir erstmal zu der Frage vergessene Sprachmuster. Also die Frage, warum verändern sich sprachliche Einheiten so, dass sie im aktuellen Sprachgebrauch entweder nicht mehr benutzt werden oder zumindest in dem Ruf stehen, nicht mehr benutzt zu werden, und stellen uns die Frage, warum dem so sei. Kommen wir zunächst erstmal zum schönen Beispiel Touren. Touren ist ein sogenanntes Modalverb nach heutiger Klassifikation und wird bis ins Spätmittelalter, in die frühe Neuzeit hinein noch verwendet, sehr, sehr selten, mit sehr, sehr dürftiger Beleglage und bedeutet so etwas wie wagen, sich erkühnen. Also ich wage, dich zum Ritter zu schlagen. Das sehen Sie hier weiter unten, das tar ich sagen, also das darf ich sagen oder das wage ich mich zu sagen, ich erkühne mich, das zu sagen. Und hat in dem Kontext eine sehr, sehr schöne Funktion. Warum es vermutlich nicht mehr verwendet wird, wir haben andere, also auf der einen Seite zum Beispiel entwickeln sich Reflexivkonstruktionen, also ich traue mich es zu sagen, ich wage mich es zu sagen, und hier haben Sie den Reflexivmarker. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich ein sehr breit ausgebautes Spektrum an Modalverben haben und Touren auf eine sehr ungewöhnliche Art als nicht regelmäßiges Verb konjugiert wird. Und das heißt, auch das sind zum Beispiel Indizien dafür, weshalb ein bestimmtes sprachliches Muster oder ein bestimmtes Muster mit einer festen Slotbesetzung, und das wäre hier Touren in einer Modalkonstruktion, nicht weiter verwendet wird. Und auf den ersten Blick mag das bedauerlich sein, auf den zweiten Blick lässt sich das aber natürlich im Kontext einer Morphosyntax erklären. Hier noch einige Beispiele für die Erklärungen, Beschreibungen. Wörterbuch, ja, aus dem Grimmischen. Also Sie haben hier eine Bedeutungsangabe. Und hier vor allen Dingen schon ein Hinweis darauf, warum es dazu gekommen sein könnte, warum es in bestimmten Bereichen nicht mehr verwendet wird, nämlich dass es Formen gibt, die sich systematisch zu entsprechen scheinen oder die sich sehr ähnlich sind, also dass wir einen Formenzusammenfall haben, das wäre ein sogenannter Synkretismus. Das beobachten wir im Übrigen auf die Kasusformen in der Pluralbildung des Deutschen, also dass wir hier Formenzusammenfälle haben. Auch das ist ein sehr schönes Beispiel für morphosyntaktische Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Aber kommen wir jetzt von Touren weg und schauen auf ein anderes sehr prominentes Phänomen, den sogenannten Präteritumschwund im Deutschen. Hier zwei aktuelle Monographien, die sich genau damit auseinandersetzen. Und gehen wir doch mal in medias res. Also das heißt, was ist überhaupt der Präteritumschwund? Mit dem ist in der Sprachkritik ein sehr beliebtes Thema. Was ist Präteritumschwund? Mit dem Terminus oberdeutscher Präteritumschwund wird im engeren Sinne der Verlust der Präteritumformen in den südlichen Dialekten des deutschen Sprachraums verstanden. Hier haben Sie ganz klar die terminologische Festsetzung, also Verlust. In diesen Dialekten wird statt des Präteritums, sie spielte, sie ging, sie dachte, das Perfekt, sie hat gespielt, sie ist gegangen und sie hat gedacht, zum Ausdruck von Vergangenheit verwendet.
In einem weiteren Sinne wird unter Präteritumschwund allgemein der Abbau von Präteritumformen verstanden. Wir sehen schon, das ist der in der Karte angezeigt, ist der oberdeutsche Sprachraum. Und in diesem Sprachraum wird für die Vergangenheitsbildung das Perfekt verwendet und nicht das Präteritum. Interessant ist, dass, wenn wir weiterblicken, der Präteritumschwund kein, also der Präteritumschwund, man müsste man anders sagen, es gibt halt einfach in bestimmten erzählerischen Kontexten in der gesprochenen Sprache und auch in der Schriftsprache Situationen, in denen das Perfekt die Bedeutung des Präteritums übernimmt. Also das heißt, die einfache Vergangenheit anzuzeigen. Und deswegen wird in diesen Kontexten werden die Präteritalformen nicht mehr gebraucht. Und man spricht dann von Schwund, obwohl sie gar nicht verschwunden sind, sondern auch nicht sehr sonderlich zurückgegangen, sondern es gibt eine Veränderung einfach der Gebrauchsdomänen. Hier aber ganz zentral, Präteritumschwund ist keine Spezialität der oberdeutschen Dialekte. Einen Schwund von Präteritumformen können wir auch in anderen germanischen Sprachen, in Afrikaans und im Jiddischen feststellen. Da Präteritumformen jedoch eine Besonderheit der germanischen Sprachen sind, auch das wiederum ein sehr interessanter morphosyntaktischer Befund, kann ein Präteritumschwund auch nur für diese Sprachen, für Sprachen dieser Familie überhaupt verzeichnet werden. Und hier sehen Sie in dieser grafischen Darstellung, wie weit und wie wenig fortgeschritten der Präteritumschwund tatsächlich ist. Sie sehen hier vor allen Dingen den Bereich, in dem scheinbar nur das Deutsche betreffend die Grenze liegt zwischen Oberdeutschland und Norddeutschland. Und zwar im Süden wird das Präteritum durch das Perfekt ersetzt, in der einfachen Vergangenheitsform und im Norden eben nicht. Sie sehen aber, dass der Sprachraum, den das betrifft, sehr viel größer ist. Also das heißt, es ist mitnichten so, dass es irgendwie ein oberdeutsches oder ein deutsches Dialektphänomen wäre. Und tatsächlich liegt die Grenze, wenn man so will, heute zwischen dem Gebrauch zwischen Präteritum und Perfekt als einfache Vergangenheitform nördlich von Dresden, also in der Dresdner Heide, wenn Sie so wollen. Und unabhängig davon ist es so, dass es zwei, in den aktuellen Grammatiken lässt sich in der Verwendung, lassen sich zwei Gruppen unterteilen. Die eine ist, es ist ein starker bzw. zunehmender Gebrauch des Perfekts festgestellt, der die Präteritumformen bedroht. Ja, es werden jedoch keine expliziten Verlustformen ausgewiesen. Das ist das, was sich beobachten lässt nach Fischer. Und der zunehmende Gebrauch von Perfektformen führt dazu, dass Präteritumformen ungeläufig werden. Es werden als konkrete Verlustformen oder Formen im Abbau genannt. Das ist das, was man in Grammatiken feststellt. Und wenn wir jetzt hier auf das Oberdeutsche blicken, das ist oder für das Ostsächsische blicken, das ist ziemlich interessant, sind erstens mal die Studien alle sehr, 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 sehr alt. Ja? Zweitens werden aktuell kaum Studien realisiert. Und das Dritte ist, dass Sie sehen, dass wir uns im Ostsächsischen in einem Bereich bewegen, in dem alle drei unterschiedlichen Formen unterschiedlich dokumentiert sind. Das heißt, wenn Sie ein schönes Arbeitsthema suchen für eine kombinierte Arbeit, das wäre sie. Ja, also das heißt, führen Sie eine dialektgeografische Untersuchung zum Präteritumschwund durch. Hier fehlen uns schlicht aktuelle Daten. Setzen Sie sich dafür gern mit mir in Verbindung oder mit Evelyn Koch, die wird Ihnen gern dabei helfen. Das Interessante ist, dass solche Phänomene wie Thuren und der Präteritumsschwund ja, im Wesentlichen entweder in der Sprachgeschichtsschreibung oder in der Grammatikschreibung auftauchen können oder nicht. Und Sie sehen in beiden Fällen, wenn wir über solche Vergessensformen und Modalitäten unseres Forschungswissens sprechen, dann ist es so, dass wir Formen unterscheiden müssen, von denen wir heute überhaupt nichts mehr wissen, weil erst an dieser zeitlichen Linie die Archivierung von Material beginnt. Das wäre das automatische Vergessen. Dann hätten wir so etwas wie Verwahrensvergessen. Das heißt sprachliche Formen, die nicht mehr benutzt werden, aber gerade noch so archiviert sind, die wir noch in unseren Archiven haben und nicht mehr aufschreiben. Das andere wären Formen, die wir beim Verschwinden aus dem Sprachgebrauch beobachten können, aber in der Sprachgeschichtsschreibung erfassen. Hier hätten wir selektives Vergessen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Das taucht vor allen Dingen auf, wenn es um den Nicht-Mehr-Gebrauch von sprachlichen Strukturen geht, weil es
gesellschaftlich oder politisch nicht erwünscht ist. Hier gibt es sehr interessante sprachliche Phänomene im Kontext der nationalsozialistischen Sprache. Und dann haben wir so etwas wie ein strafendes oder repressives Vergessen, defensives und komplizitäres Vergessen, wo es darum geht, dass bestimmte sprachliche Formen ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr genutzt werden. Im Moment können wir eine Tendenz entwickeln, dass das generische Maskulinum in der Personenadressierung eine solche Form ist, die möglicherweise bald nicht mehr verwendet wird, während geschlechtergerechte sprachliche Formen, um die Metapher zu benutzen, auf dem Vormarsch sind. Und hier können sich sehr interessante Entwicklungen in der nächsten Zeit ergeben. Aber Sie sehen, hier ist eine erhebliche Dynamik im Sprachgebrauch zu beobachten, wenn man nicht allein auf morphologische Phänomene schaut, sondern auch morphosyntaktische Phänomene mit im Blick hat. Denn die einen bedingen das andere und umgekehrt. Und insofern ist so eine losgelöste strukturalistische Beschreibung der Morphologie immer für den konkreten Zweck zwar sinnvoll, aber schlussendlich defizitär. So, kommen wir mal aber zu einem ganz anderen Phänomen, nämlich der Abwertung von Sprachmustern. Und das geht auch wiederum mit diesen Vergessensformen einher. Das heißt, wenn eine Grammatikografie permanent dagegen arbeitet, dass eine bestimmte sprachliche Form benutzt werden darf, dann führt sie durch die Abwertung dazu, dass sie auch weniger verwendet und schlussendlich verdrängt wird. Und eines dieser morphosyntaktischen Phänomene ist die sogenannte Tun-Periphrase, also ich tue einkaufen. Und wenn Sie sich damit auseinandersetzen wollen, darf ich Ihnen drei Publikationen empfehlen, und da vor allen Dingen die von Nils Langer zu linguistischem Purismus, und zwar im Hinblick auf das sogenannte Doppelperfekt, die doppelte Verneinung und die Tun-Periphrase, also drei solche Phänomene. Daneben eine Magisterarbeit von Christian Schwarz, die Tun-Periphrase im Deutschen, die ist frei verfügbar im Netz. Und dann den Artikel von Noah Bubenhofer und Karin Brinkmann zu Tun in Grammis. Die Quellen sind immer angegeben. Schauen wir erstmal auf die Grammatiken, wie sie heute die Tun-Periphrase bewerten. Hier haben wir einzelne Beispiele aus der Duden-Grammatik, die Belege sind aus dem DWDS. Das heißt, die rot unterlegten sind DWDS-Markierungen und Bewertungen und die Duden-Grammatik wäre grün. Sie sehen ganz unterschiedliche Beispiele, die entweder als umgangssprachlich oder in abgeplaster Bedeutung oder abwertend bewertet werden. Das heißt, alle diese Etiketten sprechen nicht dafür, dass wir hier einen normgerechten Gebrauch haben. Das zweite ist ein, interessanterweise wird beim DWDS als umgangssprachlich markiert, in der Duden-Grammatik als korrekt, nämlich das wäre der Infinitiv eines Verbs im Vorfeld von tun. Rechnen tut er gern, malen tut er gut, buchstabieren tut er richtig. Ja, also das heißt, das wären offensichtlich der betonte Infinitiv am Satzanfang und tun, genau, so wird er hier geführt. Und der wird in der Duden-Grammatik als korrekt markiert. Gehen wir mal weiter, also rechnen tut er gut, genau, das wäre diese Passage hier. Dann haben wir drei Belege, die aufgeführt werden, die zum einen umgangssprachlich markiert sind und das letzte ist die landschaftliche Markierung. Das ist eine sehr schöne Kategorisierung in den Grammatiken, wenn man zwar auf die Varietätenlinguistik hinaus will, aber schlussendlich sagt, es ist nicht am Standard orientiert, also es ist nicht die Norm. Sie sehen also, heute in den aktuellen Grammatiken erfüllen nur die wenigsten Konstruktionen überhaupt mit tun, überhaupt den Standardanspruch des Normalen, also das heißt, dass man im Standard tun verwenden kann. Schlussendlich zurrt das Ganze auf eine Verwendungsweise zusammen, nämlich Infinitiv mit tun. Rechnen tut er gut. Schauen wir mal, wie die Verteilung aussieht. Das heißt, im Sprachgebrauch selbst. Also wir haben auf der einen Seite die Grammatikografie, die sagt, also wenn wir dieses morphosyntaktische Phänomen uns anschauen, dann haben wir eigentlich nur eine normierte Verwendung, nämlich rechnen tut er gut, malen tut er gern. Und dann sehen Sie aber, dass Sie die
Thun-Periphrase im Norden haben, das heißt im niederdeutschen Sprachraum. Und Sie sehen, dass die Thun-Periphrase, die sich hier in diesem Bereich sehr häufig zur Umschreibung verwendet wird, genau, bis fast zu 100%. Und Sie sehen, auch da ist es so, dass wir im nördlichen Raum, hier ist tatsächlich Niedersachsen abgebildet im Wesentlichen, eine sehr starke Verbreitung dieser Periphrase haben. Wenn Sie etwas weiter ausgreifen auf den gänzlichen Sprachraum, dann sehen Sie, dass sich diese Verteilung ungefähr widerspiegelt. Also das heißt, wir haben eine sehr starke Affinität dieser Periphrase, zwar im Norden, aber sie wird auch im übrigen Sprachgebiet verwendet, und zwar in allen genannten Varianten. Dann schauen wir mal auf die Frage Tunfügung mit Tun und Infinitiv, Konjunktiv, Präteritum von Tun und Infinitiv. Das ist die sogenannte Täte, ich täte gern, ich täte laufen. Hier sehen Sie, dass wir eine Varianz im südlichen Bereich haben. Und hier haben wir die Verteilung von Tun mit einem infiniten Verb und also einem Infinitiv. Und da sehen Sie ebenfalls wieder eine Verteilung stärker im, oder sagen wir mal so, die sind die Beleglagen so dünn, dass man da eigentlich keine großartigen Aussagen darüber machen kann. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es nicht nur auf den nördlichen Teil Deutschlands beschränkt ist, sondern niederfrequent, aber überall verwendet wird. Zusammenfassung, ganz kurz. Tun-Periphrasen sind typisch für die gesprochene Sprache, ja, und werden in der Schriftsprache nur selten verwendet, das stimmt. Tun-Periphrasen mit einem Vollverb im Vorfeld, rechnen tut er gern, werden als normativ erlaubtes Mittel, um das Verb hervorzuheben, im gesamten deutschsprachigen Raum verwendet. Das hat man gerade gesehen. Tun-Periphrasen ohne Vollverb im Vorfeld und im Konjunktiv 2 sind typisch für den mittel- und oberdeutschen Sprachraum. Mit Ausnahme der Schweiz. Sie werden in der Schriftsprache verwendet, um besonders stilistische Effekte zu erzielen. Also Vorfeld, Verben ohne Vollverb im Vorfeld und im Konjunktiv 2, also er täte schwimmen, ist da die Konstruktion, und die wird im Wesentlichen im oberdeutschen Sprachraum verwendet, wie Sie an den letzten beiden Grafiken gesehen haben. Kommen wir aber mal dazu, warum kommen Sie überhaupt dazu, warum wird über diese Periphrase dann geschrieben, wenn sie so weit verbreitet ist im Mündlichen, also das heißt sowohl in Norddeutschland als auch in Süddeutschland, vor allen Dingen dort wiederum über den Konjunktiv, warum wird darüber in Grammatiken nichts geschrieben? Die These von Nils Langer ist, dass es durch linguistischen Purismus in der frühen Neuzeit dazu kam, dass besonders diese drei Phänomene, nämlich Doppelperfekt, doppelte Verneinung und die Tun-Periphrase, aus unseren deutschsprachigen Grammatiken verschwunden sind. Besonderen Anteil daran hat Johann Christoph Gottsched mit der Grundlegung einer deutschen Sprachkunst und den Beiträgen zur kritischen Historie der deutschen Sprache in Poesie und Beredsamkeit. Und hier geht es im Wesentlichen darum, dass die Charakterisierung von Gottsched durch seine Zeitgenossen. Und Gottsched nach dem Urteil seiner Zeitgenossen war ein sehr strenger Normierer und Richter über die Normierung der deutschen Sprache und hatte vor allen Dingen ein Beispiel oder eine Orientierung, nämlich das Ostmitteldeutsche und damit Opitz und Luther. Und alles, was zunächst nicht dieser Norm entsprach, wurde durch ihn relativ scharf abgewertet, vor allen Dingen das Oberdeutsche. Also er bekam es gab regelmäßig Streit und härteste Auseinandersetzungen mit Bodmer zum Beispiel und Breitinger. Aber auch im niederdeutschen Sprachraum, zum Beispiel mit Matheson, gab es einige nennenswerte Auseinandersetzungen über die Norm. Ja? Also was ist das Gute, das ist das Gute, das normierte Deutsch. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema. Schauen wir erstmal auf das Doppelperfekt. Das Doppelperfekt wird heute im Mündlichen sehr häufig gebraucht. Das dürften Sie kennen. Ich habe eingekauft gehabt. Ist schon für die Schriftsprache noch nicht so üblich, aber da auch mittlerweile sehr, sehr gut dokumentiert. Also da muss man überhaupt nicht mehr drüber diskutieren. Und hier sehen Sie
eine typische Grammatikschau, wie sie Langer betreibt. Da fängt bei Kaspar Stieler an. Die Hilfswörter werden auch oft die ganze vergangenen Zeiten bei vielen zwei- und dreifach gebraucht. Das ist genau das, was hier gemeint ist. So aber die Rede sehr verstellet und deshalb zu vermeiden sind. Das ist Stieler. Dann Gottsched. Es ist ein Missbrauch im Reden, wenn einige die völlig und längst vergangene Zeit tätige Zeitwörter mit einem doppelten Habe zu bilden pflegen. Zum Beispiel, ich habe es ihm gesagt gehabt, ich hätte es ihm geraten gehabt und dergleichen. Alle dies gehabt ist überflüssig und sage nichts mehr, als wenn es nicht da stünde und so weiter und so fort. Also wir haben einen sehr starken normierenden Eingriff im Hinblick genau auf das Doppelperfekt und das ist mitnichten irgendwie ein neues morphosyntaktisches Phänomen im Kontext der Flexion des Verbs, also Konjugation des Verbs, sondern es ist eine sehr, sehr, sehr alte und sehr stabile Konstruktion, die jetzt im mündlichen Sprachgebrauch und vor allen Dingen durch die medialen Veränderungen wieder sichtbar wird. Blicken wir auf das nächste, tun. Also man hörte in einigen Reichsstädten unter Handwerksleuten noch eine Art, die Zeitwörter anzuwandeln, die vor Zeiten auch in Schriften gewöhnlich war und die bei den Engländern noch dieser Stunde im Schwange geht. Also überlegen Sie kurz, welchen Status du im Englischen für die Umschreibung von verbalen Konstruktionen hat. Dürfte nicht unerheblich sein. Also Sie sehen das unten, I do see in der Fußnote, I do see, live, hope, give. Das ist, ich tue sehen, leben, hoffen, geben, heißt nichts mehr, als ich sehe, lebe, hoffe, gebe und dergleichen. Und das bekannte How do we do, wie tut ihr tun, heißt eigentlich bei Ihnen, wie befindet ihr euch? Sehr schön finde ich da die Übersetzung, wie tut ihr tun? Aber das sehen Sie, das ist eine typische sprachkritische Haltung, die hier von Gottsched eingenommen wird. Und so weiter und so fort. Man bedient sich hier, ich bin wieder oben im Text, man bedient sich hier, das Wort das Tun mit seiner Abwandlung, alle Zeiten, Zahlen, Personen zu bilden. Das hauptsächliche Zeitwort aber bleibt unverändert in der unbestimmten Form und Art, in der unbestimmten Art. Zum Beispiel, anstatt ich esse, ich gehe, ich reise, sagt man, ich tue essen, ich tue gehen, ich tue reisen und so ferner, ich tat essen, gehen, reisen, ich habe essen getan, ich habe essen getan und so weiter und so fort. So schrieb Opitz und so weiter und so fort. Doch diese Art zu reden und zu schreiben ist heutiges Tages lächerlich geworden und gilt kaum unter Handwerksburschen und in altväterlichen Reichsstädten noch. Ja, also das heißt auch hier eine ganz, ganz deutliche Abwertung dieser Tun-Periphrase, die sich, wie gesehen, mit dem aktuellen Sprachgebrauch immer noch nicht deckt. Das heißt, hier hat die Grammatikografie, so die These von Langer, sehr stark Einfluss genommen auf etablierte morphosyntaktische Muster. Hören Sie sich um, wann Sie tun hören, denken Sie in dem Fall bitte daran, dass so eine Fragestellung, wie kommt ein bestimmtes morphosyntaktisches Muster, wie hält sich das durch, was bedeutet das, eine ganz zentrale Rolle spielen kann in Ihrem Sprachgebrauch. Und das schauen wir uns nämlich jetzt an. Wie lässt sich die Tun-Periphrase als Konstruktion modellieren? Das heißt, die Konstruktionsgrammatik ist eine, die auf Sprachgebrauch und die Beschreibung genau solcher morphosyntaktischer Muster setzt. Und wenn Sie das interessiert, baue ich das gern nochmal im Kontext des Seminars weiter aus. Ich halte es aber jetzt, wie gesagt, für zu früh. Es dient jetzt erstmal nur als Anregung im Kontext und im Hinblick auf die Frage, warum sollten wir uns mit morphosyntaktischen Fragen auseinandersetzen? Die Konstruktionsgrammatik als kognitive Grammatik geht davon aus, dass Bedeutung aus Sprachgebrauch emergiert. Also wir benutzen bestimmte sprachliche Strukturen nicht, weil der Duden eine Norm aufgesetzt hat, kann er gar nicht mehr. Also er gibt Empfehlungen, also er ist deskriptiv und präskriptiv mittlerweile, also er ist nicht mehr er normiert nicht mehr den Standard. Sondern wir verwenden sie vor allen Dingen, weil wir damit in unserem kommunikativen Umfeld erfolgreich sind. Und die Strukturen unseres Sprachwissens emergieren nicht daher, weil wir eine aristotelische Grammatik und ein Flexionssystem und ein Konjugationssystem gelernt haben. Das habe ich beim letzten Mal schon problematisiert im Hinblick auf Genus Verbi, auf Konjunktiv und auf die Tempusform. Sondern weil wir bestimmte Strukturen aus dem Sprachgebrauch her erlernen. Das heißt, ob Sie eine Kategorie Futur 2 kennen, hängt ganz im Wesentlichen davon ab, ob Sie sie gebrauchen. Und wenn Sie sie nicht gebrauchen,
dann fällt Ihnen auch eine Kategorisierung schwer. Und so sehen Sie, wie sich bestimmte sprachliche Strukturen verändern. Ein Doppelperfekt hingegen, was ich eigentlich eher ein Präsens ein Präsens-Doppelperfekt nennen würde, ja, oder ein Doppelpräsensperfekt, so rum, hat im Wesentlichen damit zu tun, welche, in welchen Gebrauchssituationen Sie welche Muster verwenden. Und so würde man eine moderne Morphologie als Morphosyntax in einer kognitiven Grammatik auffassen. Das müssen Sie bitte jetzt nicht in Gänze sofort wahrnehmen und überblicken und so weiter und so fort. Ich will Ihnen nur die Thun-Periphrase zeigen. Entscheidend ist nämlich der Bau hier, dieser Teil, Konjunktiv, Würde und Infinitiv. Und dieser Teil hier, Konstruktion der Faktizität mit allen Modalverben und dem, was Sie früher als Futur 1 gelernt haben. Und hier genau an dieser Stelle, wenn man das denn so angeht, hätten wir drei Gebrauchskontexte, in denen eine Thun-Periphrase als Konstruktion im Konstrukt denkbar wäre. Nämlich, Sie haben hier den einen Fall, stricken tut er einen Schal. Das wäre eine Frage des Satzmodus. Möglicherweise hat dieser Satz eine ganz eigenständige Bedeutung, sodass wir von einem Satzmodus sprechen müssen. Und diese, wie gesehen, haben wir im Sinne im Duden als normiert zugelassen. Das nächste, er meint, er täte einen Schal stricken. Hier haben wir die Verwendung mit Konjunktiv, die im oberdeutschen Sprachraum eine große Rolle spielt. Und wenn wir so weitergehen, hätten wir hier unten eine, er tut ganz sicher einen Schal stricken. Und ich würde meinen, diese Konstruktion hat markiert, wie die Modalverben Faktizität und damit schließt sich wiederum der Kreis zu Turren. Und ganz am Anfang habe ich Ihnen gezeigt, dass Modalverben aus unserem Sprachgebrauch sich ausschleichen können, dass wir sie metaphorisch gesprochen vergessen. Aber es ist genauso möglich, dass wir neue Modalverben in den Sprachgebrauch integrieren und weiterverwenden. Und möglicherweise, und das können wir im Seminar diskutieren, hat Tun mit Infinitiv, also er tut einen Schal stricken, eine Funktion, die sich damit erklären lässt, dass es Faktizität markiert, im Sinne von, er tut ganz sicher einen Schal stricken oder tut vielleicht einen Schal stricken. Aber das Ganze können wir im Seminar diskutieren. So, jetzt in der Diskussion gehen wir aber zurück auf die Themen, die Sie interessieren. Und wir haben dafür, wenn ich das richtig sehe, noch über eine Stunde Zeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Möglicherweise haben Sie Anregungen genau im Hinblick auf das eben Vorgestellte, das heißt morphosyntaktische Fragestellungen. Wenn das nicht der Fall sein soll, diskutieren wir jetzt erstmal Ihre Themen und Ihre Wünsche, Ihre Vorstellungen, teilen Arbeitsgruppen ein, ganz zentral, bauen also Subgruppen zu unserer Matrixgruppe im Seminar und werden dann über Ihre Themen verhandeln und darauf freue ich mich schon sehr. Also bis dahin, bis gleich, Ihr Alexander Lasch und für alle anderen, die das Video aus der Ferne sehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit der Vorstellung der Themen Literatur, Grammatikalisierung und moderne Wortbildung, wie wir sie im Seminar weiterentwickeln wollen. Verlinkt sind jetzt hier an dieser Stelle noch zwei Inhalte, nämlich zum einen die Videoreihe zur Vorlesung und zum anderen ein Video aus dem Portfolio. Kommentieren Sie, liken Sie und was Sie sonst noch tun wollen, um Open Educational Resources stärker nach vorn zu bringen. Ich bin raus, bis dann, ciao.